Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen C-Sharp Tutorial. In diesem Tutorial werde ich euch heute erzählen, was ein Event ist und wie man Events verwendet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Events noch ziemlich abstrakt, das muss man einfach mal zugeben. Die sind ziemlich konfus und schwer zu verstehen, aber später, wenn wir uns um eine beziehungsweise um eine grafische Oberfläche für unser Programm kümmern, dann wird das Ganze ja viel verständlicher. Aber jetzt einmal der Vollständigkeit halber möchte ich euch das schon gerne einmal zeigen, was ein Event ist. Gut, ein Event ist auch ein Member von einer Klasse und hat daher auch eine Zugriffsebene, die wir hier über dieses Schlüsselwort public jetzt einfach mal festlegen. Also es soll ein öffentliches Event sein von überall Zugreifer. Dann schreiben wir als nächstes das Schlüsselwort Event und sagen somit, dass der folgende Member ein Event sein soll. Und dann müssen wir einen sogenannten Delegatentyp angeben. Und Delegatentypen sind eigentlich nichts anderes als Methoden, beziehungsweise ja, ein grober Umriss von einer Methode. Das heißt, ein Delegattyp würde so aussehen. Wir haben dann hier keine Klasse, sondern wir haben hier einfach Public, oder wir brauchen immer die Zugriffsebene hier, weil wir hier in derselben Datei sind. Wir könnten hier jetzt einfach schreiben, na, ich bleibe aber bei Public, Public Delegate Void Delegatentyp, und int Parameter 1, int Parameter 2. So, und jetzt hätten wir hier so einen Delegatentyp erstellt, und den braucht ihr jetzt eigentlich gar nicht zu verstehen, weil das wirklich noch ziemlich kompliziert ist, der Typ Delegate und so, also Delegatentypen, anonyme Methoden und das Ganze. Und deshalb sei jetzt hier einfach mal gesagt, dass diese Delegatentypen eine Form einer Methode quasi vorgeben, eine Struktur einer Methode. Ich glaube, so kann man das ganz gut erklären. Und ja, diese kann dann verwendet werden, indem man eben ja eine Variable mit dem entsprechenden Typ deklariert. Gut. Der Delegatentyp für den Typ Eventhändler, der extra hier für Events geschaffen wurde oder extra dafür da ist. Also wenn man ein Event erstellt, sollte man dringend einen Typ verwenden, der irgendwie was mit Eventhändler zu tun hat. Man könnte hier auch Resolve Eventhändler oder andere Eventhändler benutzen. Wie wir einen eigenen Eventhändler schreiben, das werden wir später noch lernen. Aber jetzt geht es erstmal nur darum, ein einfaches Event zu erstellen. Deshalb verwende ich hier einfach mal den Delegatentyp Eventhändler und vergebe einen Namen für mein Event. Wenn Computer aus, nenne ich das einfach mal. Das heißt, wenn der Computer ausgeht, soll dieses Event quasi ausgelöst werden. Ich zeige euch kurz, wie dieser Delegat-Typ Eventhändler aussieht. Der sieht nämlich auch genauso aus wie Public Delegate Void Eventhändler. Und der nimmt auch zwei Parameter an. Nämlich einmal, der erste Parameter ist vom Typ Object, also Objekt. Der heißt Sender standardmäßig, und einmal ein Parameter vom Typ EventArgs, E. Und EventArgs ist einfach eine andere Klasse, die quasi Argumente darstellt, die für Events gelten oder die für Events bei Events vergeben werden. Und ja, so sieht dann dieser Delegatentyp aus. Und genau, jetzt wollen wir hier einfach mal genau gucken. Wir wissen ja jetzt immer noch nicht, was dieses Event eigentlich macht. Was bringt uns dieses Event? So, wir könnten jetzt hier innerhalb unseres Computers zum Beispiel wir haben ja hier schon diese öffentliche Void, schalte Computer ein. Und dann können wir natürlich auch noch eine Void erstellen. Schalte Computer aus. Und noch vielleicht eine Void, stürze ab. Das heißt, unser Computer stürzt ab aus irgendwelchen Gründen. So, und bei all diesen Methoden wird ja quasi, also bei schalte Computer aus und stürze ab, wird ja quasi, also das läuft ja darauf hinaus, dass der Computer ausgeht. Und vielleicht wollen wir jetzt ja in einer anderen Klasse, zum Beispiel hier eben in der, zum Beispiel hier in der Programmklasse, in dieser Void Main, eben da, oder generell hier in dieser Programmklasse darauf reagieren, dass
ja, unser Computer abstürzt oder generell ausgeht. Vielleicht wollen wir dann einfach ausgeben, mein Computer geht, ist aus. Und ja, wenn wir jetzt hier wirklich innerhalb dieser Klasse darauf reagieren können, das ist jetzt hier wirklich noch sehr abstrakt, das macht dann hinterher bei dem Arbeiten mit einem Interface viel mehr Sinn, auch wenn euch das jetzt erstmal sinnlos erscheint. Warum sollte man in dieser Klasse jetzt, also in der Programmklasse, darauf reagieren, wenn der Computer ausgeht? Wirkt noch recht abstrakt, aber nehmt es einfach mal so hin. Und wenn wir jetzt hier wirklich in dieser Klasse darauf reagieren wollen, das heißt, immer wenn der Computer aus irgendeinem Grund ausgeht, möchten wir quasi hier dieses Event dazu nutzen, eine Methode aufzurufen, die quasi auf dieses Ausgehen reagieren kann. Und das machen wir, indem wir hier oben bei dem Objekt, unser Objekt verwenden, einfach schreiben mein Computer, wenn Computer aus, das heißt, wir nehmen dieses Event und in einer anderen Klasse, also nicht in der Klasse, wo das Event selber deklariert wird, sondern in einer anderen Klasse, die versucht auf dieses Event zuzugreifen, kann man nur die Operatoren plus gleich und minus gleich nach einem Event verwenden. Plus gleich wird dazu verwendet, um Methoden, ja, quasi dem Event hinzuzufügen. Das heißt, wir können beliebig viele Methoden zu dem Event hinzufügen, die dann alle aufgerufen werden, wenn dieses Event eintritt. Und Visual Studio bietet uns das ja auch gleich an, dass wir quasi durch die Drücken der Tab-Taste sofort diesen neuen Event-Händler generiert kriegen, also diesen neuen Event-Händler-Delegatentyp, den wir dann hier als ja, Parameter eine Methode übergeben, die hier gleich auch eingetragen wird, die quasi die Bedingungen des Event-Händlers erfüllt. Das heißt, der Event-Händler-Delegat-Typ ist eine Void, das heißt vom Typ Void, eine Methode des Typs Void, und hat zwei Parameter. Einmal eben das Objekt Sender und die Event-Args E. Also ein Parameter vom Typ Event-Args mit dem Namen E. Und die Namen sind letzten Endes egal. Aber diese Methode können wir hier, brauchen wir hier jetzt, die ist noch nicht erstellt, da wird uns die rot unterstrichen. Die haben wir in dieser Klasse noch nicht und die wollen wir aber haben. Und jetzt können wir in Visual Studio einfach Rechtsklick machen, generieren, ein Feld umgestalten. Ah, das geht hier jetzt nicht. Das geht dann nur in den höheren Versionen von Visual Studio und Professional. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier einfach diese Methode schreiben. Wir sehen ein bisschen Schaden und jetzt müssen wir einfach hier schreiben unter dieser Static Void Main mein Computer wie hieß das, mein Computer unterstrich wenn Computer aus. Und das muss natürlich auch wieder hier eine Void sein. Hier reicht es uns auch, wenn wir die auf Private stellen, weil wir wollen ja von keiner anderen Klasse darauf zugreifen, sondern eben nur über dieses Objekt hier, das ja in unserer Klasse vorhanden ist. Private Void mein Computer, wenn Computer aus. Und dann müssen wir jetzt hier auch die beiden Parameter vergeben, Object Sender und den Parameter vom Typ Event Args mit dem Namen i. Gut, wir bekommen jetzt immer noch einen Fehler. Und für das nicht statische Feld, die Methode, die Eigenschaft und so weiter, ist ein Objektverweis erforderlich. Das ist jetzt ein bisschen, ja, dumm gelaufen, sage ich mal. Weil wir haben hier das Problem, dass in dieser Programmklasse ist die Void Main hier mit dem Schlüsselwort Static versehen. Und ja, wir wissen jetzt noch nicht genau, was das bedeutet, können noch nicht viel damit anfangen. Und deshalb gebe ich jetzt einfach mal vor, dass wir hier einfach hinter dieses Private nochmal Static schreiben, um das eben gleich zu machen und dann verschwindet auch der Fehler. Was dieses Static bedeutet, das werde ich euch im nächsten Tutorial, im nächsten Teil erzählen. Aber jetzt wollen wir es hier einfach mal dazu schreiben. Und jetzt sehen wir, es tritt auch kein Fehler mehr auf. Und ja, dem Event wurde quasi erfolgreich diese Methode hier hinzugefügt. Und jetzt können wir auch hier den Code schreiben, den wir meinetwegen hier ausführen wollen. Console-WriteLine zum Beispiel. Der Computer oder
einfacher. Mein Computer ist abgestürzt. Nein, oder ist aus. Wir müssen es ja hier allgemein fassen. Da wir durch das Event ja nur erfahren, dass der Computer aus ist. Wenn Computer aus, soll uns ja mitteilen, der Computer ist ausgegangen. So, wenn wir das jetzt ausführen würden. Das lösche ich immer gerade raus. Das kann sein, dass wir nur noch das Console-Reader hier stehen haben. Beziehungsweise, ja. Und jetzt würde einfach mal nichts passieren, weil wir haben zwar unser Event hier im in der externen Klasse abonniert, so nennt sich das Ganze. Das heißt, wir haben dem Event vom Objekt mein Computer eine Methode hinzugefügt, die ausgeführt werden kann, wenn das Event aktiviert wird. Aber wir haben das Event noch gar nicht aktiviert. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwie dafür sorgen, dass das Programm auch wirklich weiß, wann der Computer überhaupt ausgeht. Und dann müssen wir hier wieder in unsere Methoden reingehen. Schalte Computer aus. Und hier sagen, müssen wir jetzt eine if-Anweisung schreiben. If mein Computer. Hier können wir dann mit dem this-Schlüsselwort auf das aktuelle Objekt zugreifen. Das heißt, auf das Objekt, wo wir uns jetzt befinden. If this, wenn Computer aus. Nicht gleich 0 ist. Und 0 ist hier einfach nur ein Typ, der anzeigt, ja, das ist nichts, das hat keinen Typ, also da ist nichts drin. Das heißt, für ein Integer haben wir zum Beispiel den Wert 0, da haben wir kleiner als 1, 0 zeigt an keine Zahl, ist halt nichts. Und für Objekte haben wir halt das Wort null, das uns einfach anzeigt, ja, da ist halt nichts, wir haben das Objekt nicht zugewiesen. Das heißt, wenn dieses Event nicht zugewiesen ist, das heißt, wenn das ungleich 0 ist, also null, dann wollen wir, dass das Event aktiviert wird. Und wann ist das Event ungleich null? Wenn das Event keine Methode beinhaltet. Das heißt, wir fügen hier dem Event eine neue Methode hinzu, also ist das Event nicht mehr gleich null. Und wir können das Event ausführen. Und das machen wir einfach, indem wir das this-Schlüsselwort verwenden und auf unser eigenes Event verweisen, also this, wenn Computer aus. Und hier können wir jetzt den Sender eingeben, also die Parameter. Nämlich wollen wir als Parameter this haben, also diese aktuelle Klasse, dieses aktuelle Objekt. Und ein neues Objekt vom Typ EventArgs. Der Konstruktor für EventArgs verlangt keine Parameter. Das heißt, wir sagen einfach new EventArgs und unser Event ist fertig. Und das heißt, wir müssen hier überprüfen, ob dieses, also this, das Event, wenn Computer aus von diesem Objekt, nicht gleich null ist. Das heißt, wenn es irgendwelche Methoden beinhaltet, dann wollen wir es ausführen, indem wir sagen this, wenn Computer aus, also this.eventname. Und dann hier die Parameter eingeben, nämlich einmal this, der Sender dieses Events, ist ja schließlich dieses Objekt hier, dieses Computerobjekt. Und die EventArgs, ja, da müssen wir halt einfach neue nehmen, da wir hier jetzt nicht irgendwo welche herkriegen können, nehmen wir einfach neue EventArgs. Und dieser gleiche Code soll auch einfach mal hier unten in Stürze ab ausgeführt werden. Genau. Und jetzt sagen wir hier einfach mal mein Computer, wenn Computer aus, das heißt, wir weisen das Event zu. Und dann sagen wir mein Computer Punkt Stürze ab. Das heißt, wir starten das Ganze, wir weisen den Computer zu und weisen auch das Event zu, indem wir ihm eine neue Methode hinzufügen. Also einen neuen Event-Händler, um es genau zu sagen, einen neuen Delegat-Typ, der dann eben die Methode beinhaltet, aber gut. Ich führe es einfach mal aus und ihr werdet sehen, mein Computer ist aus. Das bedeutet, was passiert ist, wir haben das Objekt erstellt hier, ganz normal zugewiesen. Und dann haben wir gesagt, mein Computer, wenn Computer aus. Das heißt, wir haben das Event genommen und ihm eine neue Methode hinzugefügt mit dem Plus-Gleich-Operator. Und diesen Delegat-Typ, den wir hinzugefügt haben, der beinhaltet quasi die Methode, aber es ist letzten Endes egal, es läuft doch selber raus. Das heißt, wir haben hier diese Methode hinzugefügt.
hier unten, die die Struktur des Delegattyps Eventhändler aufweist. Das heißt, sie nimmt zwei Parameter, Object Sender, Event Axe, und ist eben eine Void, also eine leere Methode, und ohne Rückgabetyp. Und dann haben wir hier halt diese Methode ausgeführt. Ich glaube, Stürze ab war es, genau. Stürze ab haben wir ausgeführt. Und genau, da ja dann in unserem Event noch Methoden drin waren, das heißt, this when computer aus, also dieses Event war nicht gleich 0, das heißt, da sind Methoden drin. Und da das eben so war, wurde eben das Event aktiviert und ja, das Ganze wurde ausgeführt. Und zwar wurden ihm dann auch die Parameter übergeben, nämlich als Sender this, also dieser Computer, der gerade aktuell das Objekt repräsentiert. In diesem Fall hier wäre also this mein Computer, weil das Ganze ja von meinem Computer aus ausgeführt wird. Also hier das Objekt mein Computer natürlich. Genau, und die Event Args, die hatten wir halt nicht, also haben wir einfach neue Event Args, ein neues Objekt vom Typ Event Args, als zweiten Parameter angegeben, das hier selbst keine Parameter im Konstruktor verwendet. Genau, ich gebe zu, das Ganze scheint jetzt auch erstmal ein bisschen unlogisch, weil man hätte jetzt natürlich direkt die Methode aufrufen können, indem man hier einfach ein Objekt erstellt hätte in der entsprechenden Funktion, in der entsprechenden Methode. Hätte man einfach ein Objekt vom Typ Programm erstellen können und dann Methode aufrufen. Das hier scheint jetzt ein bisschen umständlich, extra ein Event dafür zu erstellen, hier oben, damit so einen komplizierten Delegatentyp zu arbeiten. So, und das dann hier wieder zuzuweisen mit dem Plus-Gleich-Operator. Scheint alles ein bisschen zu kompliziert. Aber wie gesagt, das hier soll jetzt erstmal hier nur der Vollständigkeit halber eingebracht sein. Wenn wir später mit User Controls und so arbeiten werden, dann wird euch das viel einleuchtender sein. Wenn ihr jetzt noch nicht alles verstanden habt, ist das hier in diesem Fall wirklich nicht so schlimm. Gut, im nächsten Tutorial geht es dann, wie gesagt, hier um dieses Static-Schlüsselwort, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Und, achso, ganz wichtig noch zu den Events. Wir haben das jetzt mit dem Plus-Gleich-Operator zugewiesen. Wir können allerdings auch jederzeit mit einem Minus-Gleich-Operator das Event wieder, beziehungsweise eine Methode wieder aus dem Event rausnehmen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Bis zum nächsten Mal.